Leute und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Genau, und zwar ist es heute ein neues Format, deswegen, weil ich meinen Kanal mal wieder ein bisschen neu umstrukturieren möchte und ein bisschen alte Formate beenden möchte in den nächsten Tagen und neue Formate starten möchte und auch ein bisschen am Design oder auch ein bisschen an den speziellen Sachen ein bisschen was ändern möchte. Dazu gibt es aber demnächst mehr Infos. Ich habe mir aber gedacht, bevor ich meinen Kanal umstrukturiere, beginne ich schon mal mit einem neuen Projekt. Und zwar ist dieses Projekt, oder trägt dieses Projekt den Namen Knockback Duel. Das heißt, wir spielen hier auf dem teamkyoto.de Server. Das ist übrigens ein Minecraft Clan Wars Server. Also Clan Server von einem Revi-Clan. Spielen wir auf einer bestimmten Bed Wars Map. Mehrere Stickfights, diese Battles, auf der wir dann eben später im Video spielen, ist zum Beispiel die Map One Stack, also sprich auf einem ganz normalen One Stack halt Knockback-Duelle üben. Ich habe mir das so gedacht, ich mache immer gegen eine ausgewählte Person ein Best of 50, sprich wer als erstes 50 Kills hat, gewinnt die Runde. Diese Runde, die ich übrigens dann gleich reinschneide, ist vorproduziert. Wird auch im größten Teil Uncut sein, weil ich ja die Taktiken euch ein bisschen zeigen will oder auch ein bisschen so zeigen will, wie ich hart ich manchmal verkacke. Ja, das ist aber auch ein bisschen Interaktion mit euch und zwar würde es mich freuen, wenn ihr ein paar Spieler vorschlagt, gegen die ich mal so ein Knockback-Duell machen könnte. Es können auch ein paar größere sein, keine Ahnung wer. Ihr könnt gerne einfach mal einen Namen reinschreiben, auf die ihr Bock hättet, mal in einem Fight zu sehen und ich probiere einfach mal diese Gegner ranzubekommen. Falls 50 ein bisschen zu lang ist, werde ich ebenfalls mal gucken, wie das so ist. Genau. Im ersten Duell habe ich einfach nur einen Random genommen, weil ich keinen Bock hatte, jemanden zu fragen. Ich habe einfach einen Random aus der Lobby genommen, der aber anscheinend auch ein ziemlich guter Battle-Spieler ist. Habe ich auf Gombe dann mal so gesehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt gute Unterhaltung und ich würde mich freuen, falls ihr das Video geschaut habt und dass ihr einen Kommentar da lasst und eventuell Fragen zum Projekt stellt oder sonstiges. Ja, ich würde mich freuen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Lasst ein Like da und einen Kommentar. Haut rein.